Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Factorio. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge würde ich ganz gerne meine roten Förderbänder hier vervollständigen. Das heißt also rote Untergrundförderbänder und rote Fass oder rote Splitter noch bauen. Und dann muss ich gerade mal meine Aufmerksamkeit hier in diesen Bereich lenken und muss was ich schon länger erforscht hatte, nämlich Oil Cracking, dort tatsächlich mal anwenden. Und ansonsten, ach nee, genau, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich Alien Technology erforschen. Was brauche ich denn dafür noch? Machen wir erstmal das hier. Ist ja schnell gemacht. Ich brauche für die Jungs hier meine Underground Belts und Zahnräder, und für die Jungs hier brauche ich Zahnräder, Circuits und die normalen Splitter. Die Splitter produziere ich hier unten. Nicht allzu viele davon, was komplett okay ist. Und hier produziere ich meine Untergrundtransportteile, das heißt, ich brauche hier zusätzlich noch Zahnräder. Die kommen hier an verschiedenen Ecken und Enden raus. Die Frage ist halt, wo ich sie gewinnbringend abgreifen kann. Ich würde einfach mal sagen, hier oben. Das heißt, eventuell ist es dort nicht ganz so toll. Moment, den hätte ich schon mal, brauche ich also Rocketry. Explosives erstmal. Hier ist es nicht ganz so toll, weil ich hier halt einfach nicht lang komme. Da muss ich das Ganze ein kleines bisschen anders aufziehen irgendwie. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Kommen die Zahnräder hier garantiert auf dieser Seite des Förderbandes an? Nee. Absolut nicht. Dann garantiere ich hier einfach mal, dass die Zahnräder auf der rechten Seite des Förderbandes ankommen. So, dann liegen die hier immer auf der rechten Seite. Das heißt, was wollte ich überhaupt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier kommen die Jungs immer auf der linken Seite an. Das heißt also, wenn ich, Moment, den reiße ich gerade mal ab. Wenn ich hier runtergehe, dann passt das immer, weil die Zahnräder immer auf der rechten Seite liegen und die anderen Jungs immer auf der linken Seite liegen. So, das heißt nämlich, ich kann jetzt hier mit einem Filter-Inserter, wenn ich den auf Zahnräder einstelle, das heißt, ich baue hier lieber gerade noch mal ein Splitter dazwischen. So, Splitter dazwischen, zack. Dann baue ich meinen Filter-Inserter hier hin. Und dann heißt das, wenn ich hier Zahnräder abgreife, dann funktioniert das. Moment, Alien Technology, was brauche ich noch? Den ganzen Kram kommen 120, kann man machen. So, hier gerade nochmal ein Strommast hin. Eigentlich brauche ich hier den Splitter gar nicht, oder? Hier kommen doch sowieso nur Zahnräder an. Den Filter-Inserter. Genau, da ist vorher schon ein Filter-Inserter. Das heißt, wir kommen eh nur Zahnräder an. Und das heißt, ich kann hier genauso gut einfach gerade durchtunneln, so. Hier meine Zahnräder schön weiterlegen, so. Dann habe ich jetzt hier Zahnräder, was brauche ich noch? Das war eigentlich schon alles. So, brauche ich also 2, 1, 2, 3, Moment,
1, 2, 3, 2 davon. Den Kollegen hier eine Kiste dafür, wo der ganze Sermon am Ende rauskommt, und zwei Inserter. So. Bauen wir hier gerade nochmal zwei Lichter hin, damit die sich auch freuen, und limitieren das Ganze hier auf zwei Stacks. Dann hätten wir das schon mal. Brauche ich also nur noch den roten Splitter. Dafür brauche ich Zahnräder, wie auch bisher, und grüne Kollegen. Hier, die grünen Kollegen werden hier direkt angeliefert. Das ist also kein großes Ding. Wo ich schon mal dabei bin, die grünen Kollegen muss ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr an den Start bringen. Ich glaube, nach, weiß gar nicht, wie lang die Aufnahme, wie lang ich inzwischen schon zocke, ja. Aber es ist gerade am Wochenende. Und, ich zocke schon ein bisschen länger. Wie man vielleicht hört, an meiner Stimme, meiner Ausdrucksweise und allem möglichen weiteren. Eventuell sollte ich demnächst mal aufhören. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich nehme hier einfach mal mit dem Filter-Inserter, greife ich hier mal gerade die grünen Kollegen ab. So, auf geht's. Dann liegen die hier garantiert auf der rechten Seite des Bandes. Das heißt, die Zahnräder kann ich hier auf die linke Seite des Bandes legen. Dann hätte ich das schon mal. Dann brauche ich hier nur noch genau die Splitter. Die kann ich auch genauso gut über einen langärmeligen Greifer einladen. Und baue hier mir gerade noch mal zwei von den blauen Fabriken hin. So. Das heißt, um das auch wirklich gut hinzukriegen, nee, so geht's nicht. So geht's aber. Sieht zwar scheiße aus, ist mir aber egal. An dieser Stelle eine Passive Provider Chest hierhin, ganz auf zwei Stacks limitiert. Ihr baut rote Splitter, alles klar, und weiter geht's in diese Richtung. Zack. So, einladen den ganzen Sermon und ab geht's. So, damit hätte ich meine ganze rote Förderbandgeschichte komplett erledigt. Alles klar, so, jetzt hatte ich Oil Cracking vor längerer Zeit mal erforscht. Und ich wollte schon immer mal eine neue Raffinerie bauen. Das heißt, genug Eisenplatten habe ich ja inzwischen dank meiner Logistik. Das heißt, wo ich gerade schon mal dabei bin, ein Stack rote Förderbänder, ein Stack rote Untergrundförderbänder und ein Stack rote Splitter hätte ich sehr, sehr gerne konstant in meinem Inventar. Vielen Dank, liebe Logistik-Robots. Den ganzen Kram hier, Stack-Inserter und Stack-Filter-Inserter, werde ich gleich auch noch bauen und in mein Logistiknetzwerk einspeisen müssen. Hier ist noch genug Platz für Raffinerien, die mir gleich mehr oder weniger noch ein bisschen mehr Petroleumgas bescheren werden. Zumindest hoffe ich das. Gucke ich gerade mal, sind denn überhaupt meine Rezepte? Ich brauche eine neue Raffinerie. Kann ich momentan nicht bauen, dafür fehlen mir nämlich die Steine, und Steine habe ich momentan nicht in meinem Logistiknetzwerk. Das ist schlecht, aber hier in meinem Zug sind noch Steine, also Ziegel. Das sind Wände. Das ist nicht das Richtige. Nehme ich mal ein paar Ziegel mit. Guck mir mal 6 Raffinerien an. Dann gucke ich mal, was die Kollegen hier machen. Bevor ich das vergesse, da unten
Das Ganze ist noch gar nicht an mein Logistiknetzwerk überhaupt angeschlossen. Das sollte ich vielleicht tun, bevor ich irgendwas anderes tue. Denn ansonsten vergesse ich das nachher. So, das würde ich möglichst gerne. Genau, so setzen, dass es hier senkrecht ist. Dafür muss ich den Stein hier gerade noch wegkloppen. So, den dahin und dann baue ich direkt noch einen hier nach links. Da steht mir hier gerade noch der Baum im Weg, aber nicht mehr lange. Zack, weg ist er. Stehe ich im Weg, alles klar. Der ist irgendwie nicht so wirklich angebunden, wie ich mir das vorgestellt habe. Idealerweise wäre der doch zu dem Roboport rechts auch angebunden. So soll's sein. Alles klar. Dann sollte er eigentlich einen weiter nach Süden noch, wenn, zumindest wenn das möglich ist. Nee. Scheinbar ist das alles, was geht. Ist mir aber auch egal. Setze ich gerade nochmal die Strompfeiler daneben, damit das Ganze auch funktioniert. Hier am besten ein Moment, von dem mittleren habe ich gar nicht mehr. Das wäre noch was ich hier in meinen 50 davon, 50 davon, 50 davon, 50 davon. Da muss ich mir auch schon neue Logistik-Slots erforschen, glaube ich. So, komm. Bau mal die Raffinerie, damit wir hier vorankommen. Ich glaube hier wohl, es hackt. Ja gut, dann kann ich genauso gut gerade mal gucken. Also, Advanced Oil Processing braucht Wasser und normales Öl. Ja, damit kann ich immer noch nicht das Schweröl und Leichtöl zu Petroleumgas umknacken. Das ist natürlich scheiße. Für normales Oil Processing könnte ich was machen? 334. Macht das hier. Und das hier macht 1, 4,5, 5,5. Ja, das hilft mir noch nicht so sonderlich viel. Habe ich irgendwie ein neues Rezept für meine Chemiefabrik vielleicht gekriegt? Aha. Aha. Also ein paar Chemiefabriken brauche ich auf jeden Fall. Gebe ich die doch schon mal in Auftrag, so. Und meine Strommasten habe ich inzwischen auch. So, der lädt sich gerade auf, alles klar. Will ich ihm nicht verdenken. Ab und zu muss ich mich auch mal aufladen, so. Der hier bekommt auch noch gerade seinen Strommast. So, und ein paar Lichtchen daneben, was ich gerade nicht machen kann, weil ich gerade noch meine Raffinerien baue. Ganz egal, ich laufe schon mal nach oben. So, und da kommen jetzt, glaube ich, die Überdruckventile tatsächlich mal in Betracht. Ich habe hier sogar noch drei Überdruckventile in meinem Waggon, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, drei Stück. Das reicht auf jeden Fall. Was ich also hier ganz gerne machen würde, ist, sobald wir einen Überdruck an... Ich baue noch mal ein paar mehr Überdruckventile. Kann ich das überhaupt gerade machen? Nee, das ist nur ein Einmalventil. Gibt es irgendwie... Genau, Overflow Valve. So, abflammen muss ich jetzt erstmal gar nichts mehr, Kollegen. Das Flammen hat ein Ende.
Und stattdessen baue ich hier gleich ein Überdruckventil hin. Wenn denn die ganze Geschichte ja tatsächlich mal fertig ist. Das heißt, ich mache hier an dieser Stelle erstmal einen Schnitt und würde sagen, wenn meine ganzen Sachen fertig gebaut sind, dann sehen wir uns wieder. Sollte nicht allzu lange sein und bis dann. So, da bin ich wieder. Was ich gerade noch gucken wollte ist, erstmal hier kann ich das Ganze sicherlich von normalem Oil Processing umwandeln in Advanced Oil Processing. Dann hole ich schon mal ein kleines bisschen mehr Petroleumgas raus. Das ist doch schon mal was, denn von dem Petroleumgas brauche ich auf jeden Fall am meisten. So, und alles, was jetzt hier an Schweröl rauskommt und an Leichtöl rauskommt, davon habe ich ja momentan wirklich eine ganze Menge. Kann man ja nicht anders sagen. Das wird jetzt hier umgewandelt und dafür brauche ich ein paar Raffinerien. Oder, keine Raffinerien, sondern hier die Kollegen hier. Bauen wir direkt mal 5 dafür. Und wandeln hier schon mal das Schweröl, was wir nicht gebrauchen können, in Leichtöl um. Das ist doch schon mal was. Das Schweröl kommt hier raus. Ich hoffe mal, wir haben nicht genug Rohre. Das war ja ganz klar. Aber ich glaube, wir können gleich den Flamestack hier tatsächlich wieder aufbauen. Bevor wir das tun, ja gut, die können wir auch noch ein, zwei Felder weiter im Norden wieder aufbauen, die Jungs. Das ist ja schnell gemacht. Dann können wir das nämlich hier dran anschließen, die ganze Geschichte. Also immer schön ein Feld dazwischen freilassen. So, was wir hier, Moment, hier bauen wir gerade mal ein Überdruckventil ein. Ne, Moment, das ist das Falsche. Genau, die Orangenen sind richtig. Das heißt, was wir hier nicht in Gleitcreme verwandeln, das wollen wir ganz gerne hier in unseren Ölraffinerien haben oder in den, die das ganze Zeug, statt es einfach abzuflammen, wie wir es bisher gemacht haben. Moment, ich könnte gerade mal eine neue Technologie in Auftrag geben. Was könnte ich denn da mal machen? Und das. Unsere Robis ein kleines bisschen schneller machen. Das ist eigentlich kein großes Ding. Dann so, brauchen wir hier gleich noch ein paar normale, stinknormale Rohre. Haben wir irgendwo stinknormale Rohre? Nee, scheinbar nicht. Haben aber eigentlich genug Eisenplatten dabei, dank unseres Logistiknetzwerkes, um hier eine ganze Menge Rohre einfach so zu bauen. So, und hier verwandeln wir einfach mal das Schweröl in Leichtöl. Dann holen wir uns hier das gute Leichtöl raus. Dafür brauchen wir auch noch mal eine Runde Rohre. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen Strom. Strom haben wir genug. Das sollte also nicht das große Problem sein. Ein paar Lämpchen haben wir auch noch, damit die Strommasten hier glücklich werden. Kleiner Strommast oder mittlerer, genau so. Die Jungs sind jetzt hart am Arbeiten. Hier ist irgendwie noch nichts drin. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach genau, da... Oh, falscher Anschluss. Da kommt noch Wasser rein.
Gut, das können wir schnell regeln. Die ganzen Rohre hier müssen wir gerade noch mal abbauen, eine Runde. Ich glaube, da muss ich gleich noch mal irgendwie in den Bereich unseres Logistiknetzwerkes reinkommen. So. Damit ich ein bisschen mehr Eisen dazu kriege und mehr Rohre bauen kann. So, hier haben wir jetzt zumindest unser Schweröl drin. Das ist schon mal ganz gut. Brauchen wir noch das Wasser? Das Wasser können wir von hier unten aus diesem Mini. Ja, wir können es auch hier oben abziehen, ne? Brauchen wir nicht unbedingt diesen Mini-Teich nochmal in Anspruch nehmen. Eine Pumpe bitte. Wo kann ich nochmal die Wasserpumpen bauen? Hier kann ich die Wasserpumpe bauen. So. Hier ist die Pumpe. Alles klar. Holen wir uns ein bisschen Wasser hier raus. Zack. Natürlich darauf achten, dass das hier auch alles passt. So. Dann baue ich hier gerade schön das Eckstück rein. Okay, Wasser ist schon mal drin, das ist gut. Das heißt also, hier geht's ab in Richtung Süden. Der kommt einen früher raus. So, und die Rohre bitte. Dann haben wir hier schon mal Wasser drin. Das heißt also, hier haben wir, aus irgendwelchen Gründen haben wir hier kein Schweröl drin. Warum haben wir, gar nichts drin? Ach so, Wasser haben wir sowieso nicht drin. Das muss ich gerade noch anschließen. So, jetzt sollten wir hier Wasser drin haben. Genau, das ist schon mal richtig. Aber kein Schweröl. Warum denn kein Schweröl? Hier ist auch kein Schweröl drin. Moment, ich baue gerade noch mal die ganzen Schwerölrohre ab und baue hier stattdessen gerade noch mal ein, zwei Wasserrohre rein. Moment, da fehlen noch welche. So, hier müsste jetzt eigentlich überall Wasser drin sein. Genau, das passt schon mal. Aha, ich glaube, da habe ich ein bisschen ein Bubu gemacht, ein kleines. Gucke ich gerade noch mal. Also, der müsste jetzt hier Schweröl rauskriegen. Und hier Wasser rein. So, hier kommt schon mal Schweröl an. Nur produzieren tut er erstmal nicht. Also der produziert kein Leichtöl aus irgendwelchen Gründen. Warum nicht? Weil ihm Schweröl fehlt. Warum fehlt ihm Schweröl? Ihm fehlt auch Schweröl, weil von ihm vermutlich das Leichtöl einfach nicht abgesaugt wird. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich hier tatsächlich das Leichtöl rausnehme. Bevor ich irgendwas anderes mache und vermute, dass hier irgendwelche komischen Sachen wieder passieren. Warum habe ich hier überhaupt eine gerade Anzahl von den Rohren, wenn ich eigentlich doch nur das Leichtöl nach da oben bringen will? Moment, also hier habe ich schon mal ein normales Stück. Das heißt also, von hier aus bringe ich das Öl nach hier
Und von da aus bringe ich das Öl nach da oben. So, nur macht er jetzt nichts. Warum nicht? Ich habe drei Leichtöl hier drin. Aber hier wird kein Leichtöl abgenommen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Baue ich hier doch erstmal eine Pumpe ein. Was brauche ich für eine Pumpe? Eine Pumpe, eine Elektrokram, ja, alles klar. Alles, was ich weiß, ist, ich brauche das rote Teil und das rote Teil hole ich mir jetzt. Und bevor ich hier weitermache, gucke ich gerade mal. 150 Gummis habe ich, glaube ich, gar nicht. Dann baue ich mir lieber, 150 Gummis. Mehr Trash-Slots. So. So, die Kollegen hier, kommt. Hole ich mir ein paar von den Jungs hier raus. Baue mir zwei Expresspumpen und dann sollte das Ganze eigentlich hier vernünftig abgepumpt werden und vernünftig in die entsprechenden Öltanks reingepumpt werden. Zumindest hoffe ich das. Also Pumpe hierhin und wenn ich jetzt hier ein Rohr hinbaue, ja genau, hier brauche ich noch Strom. So, dann sollte jetzt hier... Läuft der in die falsche Richtung? ich bin mir nicht... Ja doch, hier sind zumindest die Rohre jetzt ganz leer. Warum der weiterhin nicht läuft, das ist mir ein Rätsel, aber hier sind die Rohre leer, hier sind die Rohre voll. Das heißt, wahrscheinlich ist hier einfach der Druck zu hoch auf den Leichtöltanks. So, Leichtöl verwende ich momentan noch gar nicht. Leichtöl würde ich jetzt sehr, sehr gerne in Petroleumgas umfunktionieren. Dafür brauche ich auch hier ein paar Raffinerien oder Ölfabriken. Die baue ich mir hier direkt hin. Baue ich einfach mal alle, für die ich hier Raum habe. So, Leichtöl in Petroleumgas, bitteschön. Wasser brauche ich dafür, Wasser kriege ich hier ohne Probleme. Ich meine, ich hatte hier das Wasser ein weiter nach hinten gelegt, einfach der Einfachheit halber. So, und hier brauche ich jeweils nur einen Anschluss dran. So, dann muss ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Wasser nach hier unten kommt. Das ist ja eigentlich nicht das größte Problem, hoffe ich zumindest. Normal habe ich keine normalen Rohre mehr. Doch, hier habe ich noch 12 Stück davon. So, das hätte ich schon mal. Jetzt brauche ich noch die Kollegen hier. Und das war's auch schon. Ich baue mir gerade mal ein paar mehr von den... Nee, das kann ich gar nicht machen. Ich habe nicht mehr genug Eisen einfach. Wie gut das... Nee, das war's nicht. Wie gut, dass hier direkt Eisen auf dem Band liegt. Das hole ich mir gerade mal weg. Und eigentlich müssten mich auch, wenn ich jetzt in den Bereich meiner Logistikversorgung reinkomme, müssten mich auch hier gleich eine ganze Menge Logistikroboter bedienen wollen. Zumindest hoffe ich das. Aber genug Platz für Rohre habe ich auf jeden Fall. Eventuell, also später werde ich mir noch Rohre produzieren und werde dann einfach die Rohre in das Logistiknetzwerk einleiten. Wo bleiben denn meine Logistikroboter? Vermutlich sind die irgendwo anders hingewandert, weil die sich normalerweise relativ gleichmäßig über mein Einzugsgebiet verteilen.
So, ich sammle mir gerade mal noch die Platten hier auf und dann sollte es eigentlich reichen. Ach genau, daher kommt auch die ungerade Anzahl von Rohren. Das muss ich gleich auch noch kurz fixen. Aus dem Leichtöltank würde ich hier sehr gerne etwas entnehmen. Dafür habe ich aber noch nicht die notwendigen Rohre. Doch, hier sind die Rohre, alles klar. Also einen dazwischen schön freilassen. Und den hier hinbauen, so, und dann die normalen. Wo habe ich denn jetzt die Rohre? Jetzt habe ich Rohre, alles klar. So, jetzt müsste hier eigentlich, wenn ich das hier anschließe, Leichtöl geliefert werden. Alles klar. Das ist ja schon mal ganz gut. Und da muss ich jetzt nur noch das Petroleum von hier abgreifen. Und das Petroleum da oben an die Petroleumtanks liefern. Möglichst mit einer Pumpe. So, hier die Verbindung rein. So muss das sein. Ich weiß nicht, wo ich hier genau auf der richtigen Ebene bin, aber bevor ich das tue, genau, komme ich lieber von hier oben, dann weiß ich genau, wo ich richtig bin. Hier kommt die Pumpe rein und da war ich sogar schon auf der richtigen Ebene. So, das heißt also, hier hatte ich gerade schon eine Expresspumpe gebaut. Dann kommt hier gerade noch, Moment, zwei Lampen noch dazu. Dann brauchen die Jungs hier noch Strom, die Kollegen, und dann hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt läuft. Also hier kriege ich zumindest schon mal ein bisschen Petroleum rein. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Das Ganze gibt sich mit der Zeit sehr gerne, sehr schnell. Aber ich bekomme hier Petroleum rein. Alles klar. Hier würde ich ganz gerne das Petroleum direkt abpumpen mit einer Expresspumpe. Kann ich, genau, hier kann ich mir eine Expresspumpe bauen. Das heißt nämlich, dass lieber das Petroleum direkt abgepumpt wird, als dass wir hier in den Tanks irgendwelche Vorkommnisse, irgendwelche Lagerplätze aufbauen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, die Tanks bleiben konstant auf Null. Das ganze Petroleum wird abgepumpt hier in südlicher Richtung und damit beobachte ich das Ganze nochmal. Beobachten tue ich das Ganze aber in der, das heißt zwischen den Folgen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns vielleicht wieder. Bis dann.